Stephen Hawking, einer der bekanntesten Physiker der Welt, schlägt Alarm. Er meint, dass wir die Welt so schnell wie möglich verlassen müssen. Die Ausbreitung in den Weltraum sei das Einzige, was uns noch retten könne. Wir müssten bald eine Mondbasis aufbauen und auf dem Mars landen. Viel Zeit bleibe nicht mehr. Die Zeit drängt also. Wieso, warum, weshalb? Jetzt bei Klicks um Science und Fiction. Herzlich willkommen. Ja, Stephen Hawking ist wirklich alarmiert. Zitat, die Erde ist in so vielen Bereichen bedroht, dass es für mich schwierig ist, noch positiv zu denken. Ich hoffe, die großen Nationen werden sich zusammentun, um diese Herausforderung für uns alle gemeinsam zu meistern. Das sagte er auf dem Stamets Festival in Trondheim. Klimawandel, Asteroideneinschläge, Epidemien, künstliche Intelligenz oder das Bevölkerungswachstum, all das, worüber wir hier berichtet haben und wo mir zum Teil Panikmache vorgeworfen wurde, kann die Erde schon bald unbewohnbar machen. Er leugne nicht die Wichtigkeit des Kampfes gegen den Klimawandel und die Erderwärmung. Zitat, im Gegensatz zu Donald Trump, der gerade die schlimmste und falscheste Entscheidung zum Klimawandel getroffen hat, die die Welt jemals gesehen hat. Eines der weiteren Probleme sieht er in den begrenzten Ressourcen. Zitat, wir benötigen mehr Raum und der einzige Ort, an den wir gehen könnten, ist der Weltraum. Es ist an der Zeit, andere Sonnensysteme zu erforschen. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Erde verlassen müssen. Ja, und das in den nächsten 200 bis 500 Jahren. Also von seinem Szenario, dass die Welt in 100 Jahren untergeht, da ist er inzwischen von ab. Wir hatten ja darüber berichtet. Aber dass es immer eine gute Idee ist, ein zweites Standbein zu haben, dagegen ist ja nichts einzuwenden. Deshalb hat Hawking die Nationen der Welt jetzt aufgerufen, in den nächsten 30 Jahren eine Basis auf dem Mond zu bauen. Bis zum Jahr 2025, also schon in 7 Jahren, müssten Menschen zum Mars fliegen. Zitat, die Ausbreitung im Weltraum ist das Einzige, was uns noch retten kann. Hawking sieht die Raumfahrt vor dem nächsten Sprung. Die Besiedlung ferner Planeten sei keine Science-Fiction mehr. Es gibt inzwischen rund 50 Exoplaneten, die bewohnbar sein könnten. Allerdings ist die Frage, wie wir da hinkommen können. Das steht mich noch im wahrsten Sinne des Wortes in den Sternen. Erst wenn wir den Warp-Antrieb gebaut haben, wäre eine solche Reise möglich. Bis dahin bleibt nur die Besiedlung in unserem Sonnensystem und die scheint immer realistischer. Gerade wurden Unmengen Wasser auf dem Mars gefunden, die Lebensgrundlage für die Besiedlung. NASA und auch die ESA wollen auf den Mond, wo gerade offenbar Eishöhlen entdeckt wurden. Dazu mehr in einem der nächsten Videos. Es ist also eine Menge in Bewegung und die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir zunächst auf dem Mond und später auf dem Mars permanente Stationen errichten. Schauen wir mal, und das am besten natürlich hier bei Klicksum. Wenn ihr kein Video zu diesem und allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Ansonsten filtert nämlich der YouTube-Algorithmus die Videos heraus. Hier, also hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, 1000 Raketen zum Mars. Da geht es um die Pläne von Elon Musk SpaceX. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.